Gilbert, die Schlagzeile, die einem immer wieder in den Kopf kommt, wenn man an dich und dein Pferd Hello Max denkt, ist vom Karnevalspferd zum Derbysieger. Vielleicht kannst du mal in eigenen Worten kurz beschreiben, wie war dein erstes Zusammentreffen mit Hello Max? Das erste Zusammentreffen mit Hello Max hat war nicht so gut, muss ich sagen. Und wir haben auch wirklich sehr lange gebraucht, bis wir uns angefreundet hatten und miteinander harmonisiert haben. Und ich hätte nie gedacht, dass es mal ein Sportpferd wird. Und dann hatten mein Vater und ich hatten uns überlegt, was man sonst mit diesem Pferd machen könnte. Und dann hatten wir ein paar Sachen ausprobiert, unter anderem auch als Karnevalspferd. Das hat er jetzt gar nicht so schlecht gemacht. Aber das Richtige war es auch nicht. Und irgendwann hat es dann mit uns zwei richtig gut geklappt. Also viel besser, als ich mir hätte träumen lassen. Und auch wenn es vorher sehr lange gedauert hat, hatte ich danach 13 wundervolle Jahre sportlich gesehen mit Hello Max. Ich habe den 13 Jahre Turnier geritten und hatte hier 2003 meinen letzten und schönsten sportlichen Auftritt. Können wir auch ein bisschen was zum Ritt sagen, weil ich würde mal sagen, Hello Max, muss man mal sagen, zu dem Zeitpunkt war er 19 Jahre alt. Also er gehörte ja noch nicht zum alten Eisen. Er sieht noch ziemlich frisch aus, oder? Ja, also das war das größte Problem von diesem Pferd. Man kann es da sehen, der war überehrgeizig und der hatte einfach eher zu viel Blut wie zu wenig. Sonst hätte er das auch gar nicht so lange durchgestanden. Und viele Reiter müssen im Laufe des Parcours immer wieder ihr Pferd auffordern. Und ich musste damals immer mein Pferd zurückhalten und ein bisschen versuchen, wieder runterzufahren. Hier sehen wir es, ihr hattet einen ganz, ganz ärgerlichen Fehler am Wasser. Ist er ganz leicht auf das Band getreten. Rückblickend kannst du jetzt sehen, woran es gelegen hat? Ja, das denkt man zwar nicht so, aber das ist relativ einfach, weil ich hatte schon 2 Jahre zuvor Fehler am Wasser, aber anders. Man hat ja bei dem Wasser am Sonntag hat man ja keine Bürste davor, also Absprunghilfe. Und wenn man vorne auf das Band tritt, ist das genauso ein Fehler, als wenn man hinten auf das Band tritt. Und Hello Max ist immer zu viel nach vorne gegangen und hat dann schon mit dem Hinterfuß vorher zweimal auf das vordere Band getreten. Und dann wollte ich da ein bisschen Platz lassen und dann war es dann zu viel Ja. Platz. Jetzt haben wir aber gesehen, der Wall war überhaupt kein Problem für euch zwei. Das ist jetzt so nicht ganz so gut Jetzt hier. sehen wir aber hier einen Moment, da habe ich wirklich einmal die Luft angehalten. Da hat er einmal eingefußt in den Birkenochse. Hast du das mitbekommen damals? Das habe ich mitbekommen. Gut, wir Reiter sahen dazu klassisch vermetert. So, ich war auch am Birkenochser einfach viel zu weit weg. Das ist bei so einem Sprung natürlich ganz, ganz schlecht. So, und was man natürlich da sehen kann, der war unheimlich geschickt und dann hat er einmal eingefußt. Und mit den meisten könnte das auch anders enden, aber er hat das dann so hingekriegt, dass er alle Stangen hat liegen lassen. Ich habe den Ritt natürlich auch vorher schon einmal gesehen und wenn wir ihn jetzt hier mit Originalton hören könnten, dann würden wir hören, wie du eigentlich den ganzen Ritt durch mit deinem Pferd sprichst und ho und pass auf und oh oh. Hat er da besonders gut drauf gehört? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir eingebildet, ne? Weil wir waren ja ein sehr eingespieltes Team und er kannte mich in- und auswendig, ich kannte ihn in- und auswendig. Und mein Bruder hat mich auch schon mal gefragt, wie kommt man darauf? Jetzt kommt es das erste Mal. Aber wenn man es hören würde, würde ich jetzt sagen, pass auf. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich weiß nicht, ob er es verstanden hat. Aber ich wollte unbedingt den Parcours nur mit diesem einen Fehler beenden und dann habe ich gedacht, gut, du musst alles geben und ihn noch mal motivieren, mich noch mal motivieren. Wahnsinnig schöne Bilder hier. Wir sehen auch, wie sehr du dich freust. Wusstest du denn zu dem Zeitpunkt schon, dass du aktuell quasi auf Platz 1 liegst, zusammen mit Carsten Otto Nagel? Nein, nein, das wusste ich nicht. Das war mir auch in dem Moment gar nicht so wichtig, weil für mich war eigentlich klar, dass das meine letzte Runde gewesen ist mit Hello Max. Und ich dachte, mit einem Fehler bist du auf jeden Fall super platziert und dachte, das wäre ein super schöner Abschluss für dieses Pferd. Und ich war dann mit diesem einen Fehler, ob ich jetzt Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster gewesen wäre, ich war damit super glücklich und super.